Hallo und willkommen zu einem neuen Video namens Trankra. Was? Ach so. Doch kein Problem, sind nur Leitern. Also willkommen zu Trankra. Eben hat's noch geschneit. Aber ich werde euch etwas Neues zeigen, das ich gebaut habe. Also gut, Ende mit dem Reden und wir fangen an. Hier. Ihr sollt aufhören, so viel zu reden. Während der Fahrt kann ich. Hoffentlich könnt ihr noch die eine Strecke. Ihr erinnert euch bestimmt nicht, wann ich die Villagers hingesetzt habe. Also das die Folge. Ich muss mal kurz nicht zur Toilette. Aber okay, tschüss. Viel Spaß. So, Lama Tycoon. Lama Tycoon. Okay, wir fliegen einmal. Ne, wir gehen zu Fuß. Ja. Ist doch auch gesund zu Fuß. Aber nicht auf den Schienen. Und es fängt schon an zu schneien, so schön. Aber ich will euch etwas zeigen, weil ich habe eine neue Mini-Strecke gebaut, die ihr noch nicht kennt. Mhm. Ja, und lass uns anfangen, falscher Weg. Hier oben fängt dann zu schneien langsam. Ist ja kein Problem, ist ja schöner Schnee. Also hier werden wir erstmal langsam fahren. Hier so. Und das hier ist ein Abfahrbahn. Jetzt einmal. Ich kann schon so sitzen. Und wir fangen an. Also jetzt gibt es eine Linkskurve. Hier wird es wieder Gas geben. Und hier regnet es. Also, das Neue, das ich gebaut habe, ist so eine Bergstrecke. Also, ja. Ich habe ja schon, glaube ich, eine, also die eine, aber da hinten, die ich neu gebaut habe, ist mit Schnee. Und ich trinke meinen Energy Drink. Wow. Das ist alles weiß. Oh, nice. Tintenfische. Gibt's heute zum Abendessen. Darauf freue ich mich schon. Wieso ist alles weiß überhaupt? Ein okay, und wie kam die hierher? Toll, wir brauchen lange. So, hier endlich mal wieder Gas. Okay, noch ein Stein für Licht. Interessant. Und jetzt machen wir eine Linkskurve. Also, wie viel Grad? Keine Ahnung, 45 Grad nicht. Und rechts abbiegen. Ich sagte rechts abbiegen und nicht links abbiegen. Aber okay, ich kenne mich nicht mit Redstone aus, also ich wollte es machen, dass wenn ich von da hinten komme, dass man dann von hier und von da vorne auf dieses Gleis hier dort, wo wir drauf sind, falsche Richtung. So, und jetzt fangen wir an. Jetzt wird es ein bisschen laggen. Und hier sind wir jetzt mit der Brücke verbunden. Sieht besser aus als nicht verbunden. Dann können wir direkt schon losfahren. Meinetwegen. Ja doch, so ist es perfekt.
Also hier ist ein bisschen Sturm. Wir brauchen ja Strom. Aber wir sind mit einer Diesel-Lok gekommen. Das so, da oben sollte sich mal ändern als, ja, nicht Erde. Machen wir aber in der Zukunft. Erstmal jetzt fahren und genießen. Ah, ich dachte, das wären Pink Sheep, also pinke Schafe, so wie der, aber der ist weiß. Aber das war doch fein. Also, noch mehr Schafe, noch ein Pferd. Das letzte Mal habe ich leider ein Pferd verloren. Namens, keine Ahnung wie er hieß, aber ich mochte den. Also, nächste Haltestelle, Umsteigebahnhof 2.0, weil das ist der 1.0 hier gleich im Tunnel. Nee, ja doch, Umsteigebahnhof. Und da kann man nicht aussteigen. Also schon aussteigen, aber nicht rausgehen. Oder man könnte schon rausgehen, aber über den Schienen. Und ich nehme bald Five Nights at Freddy's 4 auf. Wenn es euch nicht ausmacht. Und ich habe ein Thema zu Sister's Location. Also es wird eine Zeit lang dauern, bis ich wieder das neue Video rausbringe. Falls Sister's Location hat ein Riesenproblem jetzt gerade. Also kann ich nichts dagegen machen. Und ihr seht ja, ihr seht es, drei Gleise. Also Sister's Location kann ich nicht machen. Weil, ja, es geht immer noch nicht, aber ich verspreche euch, dass es bald rauskommt. Jetzt. Vielleicht. Also, Richtung neue Strecke. Ich habe ja das da unten umgebaut, wir waren da eh noch nie. Also, hier ist ein Lama. Richtung nach oben. Also, links, rechts. Hier haben wir eh schon Strom, habe ich neu gebaut. Ja, die Strecke ist ganz frisch, die neueste. Und willkommen, wir haben Winter. Und ja. Ich kann mich jede Zeit elektrisieren lassen. Ja, hier habe ich ein Grundstück gekauft. Okay, zurück zum... Ihr kennt den Ort vielleicht schon, weil ich es in der dritten Folge gezeigt habe. Traincraft, oder was ist denn da unten? Auch noch die eine Strecke da unten. Die sollten wir auch mal fahren. Oder ich bin die schon gefahren. Oder nicht? Wenn nicht, dann schreibt in den Kommentaren. Also, ich sollte mal mehr Survival spielen. Das nächste Thema ist, ja, also das wird ein Survival-Spiel sein. Das spiele ich, also, allein vielleicht kommt ja noch ein Spieler dazu, der auch gerne mitspielen will. Weißt du was? Ich flieg dahin. Ist eh gesund, zu in der Luft zu laufen. Oder, ja, ist gesünder. Also, und willkommen am Freizeitpark Amazonas-Dschungel. Nicht jetzt. So heißt er nicht. Au. Und es ist Tag. Nee. Also es ist nicht Nacht. Also. Was kann ich denn hier kaufen? Also bis später. Mit, wenn es dir nichts ausmacht, mit Dirt. Also Gras. Und drin. Gut. Perfekt. Ich habe ein Ticket, um reinzugehen. Muss ich bald abgeben. Und ich darf rein. So, zumachen dann mit. Spiel bitte nicht crashen. Das wäre. Was
Ich weiß nicht, wie man das angibt. Aber ja. Willkommen am Freizeitpark. Also das alles habe ich. Also die Achterbahn kennen wir ja schon vor längerer Zeit. Das Skifahren auch. Und der Freefall Tower. Ohne Elektro. Das braucht wirklich eine Ewigkeit. 10 Millionen Jahre später. Also ja, jedes Video kommt jetzt einmal im Monat raus und die werden ja 35 Minuten lang sein. Also, hat man eine Aussicht und wenn man runter will, da kann man runterfahren oder auch springen. Okay, einmal schön in Thai. Au. Also und ich würde sagen, und willkommen zu Landwirtschaftssimulator 2000. Was? Was? Wie kann man Onselots denn zähmen und nur, dass sie... Hey Katzen, keine Angst. Hasen, wem soll ich von euch zuerst fressen? Niemanden. Die kennen mich schon. Und da ist... Sieht man... Weißt du was, ich hole euch mal ein paar Freunde aus Weißt du was, hier ein paar Freunde für euch. Und hier, das schenke ich euch zurück. Ich sag, schenke ich. Also. Oh, so, da sind die Tintenfische. Die wohnen da jetzt für immer. Und das ist gut. Also, wir waren jetzt hier. Also, wo will ich denn? Also, hier, da war ja schon ein Freizeitpark. Das soll ja ein Freizeitpark sein. Da fehlt doch noch etwas. Da fehlt doch auf jeden Fall noch etwas. Ich hoffe, ihr wisst schon was. Also nicht die Eisbahn. Ja, richtig, ein Bug fehlt. Und ein Glück. Also, ich brauche... Also, Hase, ich bitte dich mal kurz rauszukommen. Und ein bisschen auf unseren neuen Freund zu. Neue Haustier da. Heute hier runterspringen. Also, hier war so. So, jetzt weiß ich, wie Hasen springen können. Jetzt brauchen wir heute Zau. Nicht Gaun, sondern Zau. Nee. Zau. Das tausche ich gegen mein Ticket. Brauche ich eh nicht mehr. Keine Ahnung, wieso. So, Hase, ich komme. Kann man Hasen. Ja. Du gehörst schön nicht dahin, sondern
Du gehörst. Auch nicht dahin, sondern du gehörst in die Freiheit. Und die Freiheit ist da unten, also im tiefen, tiefen. Hier, da ist dein neues Zuhause. Oh, 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 was ist denn jetzt gerade passiert? Sorry. Das habe ich nicht gemacht. Und ich habe etwas vergessen, euch zu zeigen. Ihr kennt ja schon. Also, das ist ja das neue Update von Minecraft. Und ich habe euch das auf jeden Fall vergessen zu zeigen. Also, ich kann euch zeigen. Also, wir brauchen einmal Kekse. Und einmal Samen. Also könnt ihr mit beiden davon füttern. Also ganz normale Samen. Oder wir können auch mal das Samen versuchen. Also. Hey, warte. So, er gehört jetzt uns. Also er soll erstmal sitzen. Und dann guck zu. Du kriegst gleich, also. Also, damit vergiftet ihr ihn. Mit den Keksen. Ja, also mit Keksen vergiftet ihr welche leider. Keine Ahnung wieso. Warum, wenn ich auf ihn raufrenne, da ist er weg. Und was genau passiert ist, ich gehe mal kurz in Grafik. Falsche Seite. Das ist Zeitverschwendung, das ich gemacht habe gerade. Also, hier habt ihr den Papagei. Den schönen Papagei. Also ihr werdet ihn los, wenn ihr springt. Oder wartet. Also ihr müsst springen, damit ihr los werdet. Sorry. Also Papagei. Also. Keine Sorge. Wieso keine Sorge? Also, passt schön. Also, wenn ihr einen habt, dann sieht es so aus. Also, so ein blauer Papagei ist doch mal schön. Hättet auch gerne so einen Papagei, oder was? Und ich muss euch noch etwas sagen. Also, es gibt einen neuen Channel, den ihr auf jeden Fall abonnieren müsst. Weil, ja, also, der ist ein Bekannter von mir, nur der zeigt sich in Wirklichkeit namens XXTyler zockt. Findet ihr auch unter meinem, ja, ihr findet ihn unter mein, wie heißt es nochmal? Ich werde ihn. Also ihr bleibt, also wenn ihr hochgeht, hier Papagei, wir gehen mal kurz auf einer kleinen Tour, auf dem Boden, Schifffahrt, seid ihr schon mal auf dem Boden Schiff gefahren? Wenn ja, dann wird ihr Spaß. Schon gut. Also, Papagei können schwimmen. Bitte aufhören. Ich sagte, bitte aufhören. Also, Papagei, bitte nicht dich. Bitte komm, langsam. So, guter Kerl.
Ja, brav. Du kriegst noch etwas zu essen. Was essen denn Papa gerne? Kekse? Also, und wir machen uns mal einen. Also, was gibt's denn noch so Neues von den Tieren? Eigentlich ja, also. Ich weiß nicht, was es Neues gibt, aber es gibt so neue Blöcke, also Magma, Block, also von diesen Dingern. Also es gibt ja jetzt den River, aber das versuche ich jetzt nicht in Traincraft, das versuche ich bei dem neuen Spiel. Also da werde ich mal kurz hin. Also da werden wir auch Seelensand suchen und dann nach. Also ein Null was bauen und dann gegen ihn kämpfen. Okay. Da pfeift der Vogel. Bist du? Wir suchen mal nach denen kurz. Also. Ich gehe mal auf hier. Ah, da ist noch da drauf. Wir gehen mal eine Runde so. War nice gemacht, Minecraft. Bitte reinlassen. Dann. Ich glaube. Also, ich laufe mal jetzt. Also, wir fahren zurück mit Zug. Ja, Züge fahren macht Spaß. Meine ich nicht, meine ich nicht, sondern. Also, einmal erste Person. Sorry, 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 Bahn. Ich meine es nicht so. Böse zu dir, Deutsche Bahn. Oder wie die? Ja, Deutsche Bahn. Also auf meinen Rücken. Also ich halte mal mein Schwert, dass ich nichts zerstöre und wir gucken mal. Also. Ich nehme mal die. Also da fahren wir. Okay. Also da sitzen wir. Wir. Spiel bitte nicht crashen. Spiel bitte. Das wird eine lange Fahrt sein. Also. Oder. Also. Da sehen wir den Papagei. So schön er ist. Wir sind auch in einem sehr dunklen Tunnel. Sorry, aber jetzt sehen wir uns wieder. Ja, toll, oder? Also, jetzt habe ich euch den Papagei gezeigt und ja, wenn es ein neues Haustier gibt in Minecraft, so wie. Wieso kann man denn? Ich frage mich eine Sache. Wieso kann man überhaupt Creeper denn nicht zähmen? Also, Papagei, du sitzt hier an irgendeiner Schulter von mir. Also, es gibt ja. Ja. Also, was Papageien können, habe ich gehört, da. Ich habe gehört, dass. Also was sie können, dass wenn irgendein Zombie oder so in der Nähe ist, dass er pfeift oder so, also euch vorwarnt. Versuchen wir später im Survival-Spiel. Also nicht hier, weil das. Ja, Drainford, kein Survival-Spiel. Und Hex nehme ich auch nicht. Von drinnen bleibt er auf. Hey, bitte, Papa. Nein. Hinsetzen, bitte. Also nicht rennen, das bringt ihn auch runter, aber einfach nur springen, dann das hilft ihn runter zu. Also jetzt, also nicht rennen, ganz normal gehen. Also Treppen hoch mit nix, schätze ich mal. Also jetzt gehen wir mal in die Stadt und genießen ein bisschen. Gehen mal zu Rewe und ne und den Notausgang. Ah, dann fahre ich in Lava. Und der Vogel mit. Das will ich nicht. Oh, wir haben dunkel. Wir trinken noch einen Energy Drink. Also, Puppe. Ah, doch, der kam mit. Jetzt mit. Ja, natürlich darfst du mit.
geil ist. Aha. Ah ja, also von runter gehen hilft auch manchmal, aber naja. Ja, was ist denn los? Ist da etwas Gefährliches? So wie die Polizei? Ich glaube, ich weiß wieso. Also man kann schon einmal also runtergehen, aber zwei. Aber zweimal, dann hat der Vogel zu viel Schmerzen. Oh, die Feuerwehr. Das haben wir das letzte Mal auch gebaut. Und was ist denn so gefährlich? Ist da nix doch. Also hier sind die modernen Häuser. Schwimmen gehen wir nicht. Oder etwa doch. Und zu oft raus. Schon fliegen. Die Papageien sind ja besser als Enten oder so. Was ist das? Schaf, wie wurdest du frei? Hier, das kriegst du als Schmerz, weil du mir Schmerzen gemacht hast. So, die schönen bunten Schafe. Keine Sorge, der kommt auch mit. Oder Papagei? Wie sollen wir ihn nennen? Wie sollen wir ihn nennen? Also, bitte sitzen. Ihr sitzt auf meiner Schulter, schätze ich mal. Oder. Papagei. Also Richtung Haus. Also einmal hoch und wir sind heim. Buddy. Papagei, wo bist du? Wo hat er sich denn wieder versteckt? Immer noch da. Na komm, jetzt mal runter. Jetzt machst du mal eine kleine Pause. Ja. So, der soll mal eine kleine Pause machen. Ja, ich connecte hier mit Creeper. Wir könnten mich auch, ja. So, Papagei. Du bist, auf ein. Da fliegt. Wo kann ich fliegen machen? Wo ist der denn? Wo ist der denn überhaupt? Ich hab vergessen zu sagen, wenn ihr mal meinen Huhn gesehen habt, der ist gestorben. Ja. Ich kann nur sagen, wie. Also, wo ist denn der Papagei? Ich höre ihn, aber er ist hier nirgendwo. Oh, hoffentlich nicht da unten. Aber egal. Also, wir haben noch, noch sieben, noch lange Zeit. 7 Minuten sind eher lange. Also, was wollt ich denn noch machen? Also, wir fangen ab, also das Survival-Spiel wird ein bisschen öfter rauskommen, meinetwegen. Also alle 2 Wochen, wenn es ein Monat sind, ja. Oder... Ja, also wir reden. Ich habe überhaupt schon meine Spitzhacke, das ich brauche. Pickaxe. Also, einmal Diamanten. Und ich will mal kurz etwas cheaten. Gerade nicht oder bald. Also, ich will mal kurz. Wo bist du denn? Oh,
Also es ist irgendwo, aber ich schreibe mal slash game mode. Wir fangen an. Also, ich will mal ein bisschen meinen. Warum nicht? Und ihr seid. Wie könnt ihr euch es wagen? Ich will arbeiten gehen. Sorry, aber ich muss arbeiten. Ich will ein bisschen Gold. Und ihr seid nicht hier unten erlaubt. Das ist zu gefährlich für euch. Also. Und hoffentlich. Nein. Nein. Er ist da. Also, du bleibst schön hier sitzen. Also, ich bin sitzen bleiben. Ich bin gleich zurück. Ja, also. Ich komme auf jeden Fall noch. Ah, es macht kein Tor. Oh, das war ein Problem. Diamanten. Habe ich eigentlich hier hingesetzt, aber. Bin interessiert. Smart. Ganzen Gold. Aber ach, ich sammle mal ein bisschen Gold ein. Kann ja nicht schaden. Ich brauche keine Cookies. Ich brauche das auch nicht. Und tschüss. Also, ich gehe dann mal nach oben wieder zu meinem Ofen. Also, bauen bei Traincraft mache ich nur offline. Also, wenn ich nicht aufnehme und obwohl ja. Und spielen mache ich es, also aufnehmen mache ich zu weit, wenn es euch nicht ausmacht. Nicht ausmacht. Oh, ich will nicht runterfallen. Und ja, bald kommt das neue Video von The Flying Lions raus, also das erste Video. Also ja, mein Kollege Politics.de muss noch ein bisschen bearbeiten und Vogel. Ich hole dich mal später ab, also ja, wenn ich nicht mehr aufnehme, weil das wird ein bisschen hart sein. So, Mr. Green. Ja. Ich will nichts kaufen. Ich war gerade im... Ja, du weißt ja wo. Unter der Erde. Also wenn sie nichts ausmacht, sie sehen uns. Noch nichts. Ja. Also gut. Also nee, ich meine den Willen. Bitte mich. Auf bitte. So, danke. Was, es wird dumm. Langsam. So, also einmal, zweimal, dreimal, viermal. Also mein Privat dahin ist ja. Also, ich schätze, das Video wird über. Ich tu mal kurz den da. Also einmal. Ich muss mal kurz etwas reinstopfen. Oh, 64 Diamanten habe ich auch schon. Auch keinen Stein, keine Wolle, keine Karten, keine Eisentür. So, jetzt perfekt.
Also, was könnte denn passieren? Nein, ich also einmal ein Ofen und zweiter Ofen. Was ist denn das da oben? Das kann ich auch einbrennen. Mache ich gleich. Also da sind. Das kommt gleich rein. Eisen wird zuerst fertig sein. Lecker Eisen gibt es heute zum Mittag. Also ich brauche es einfach, dass ich damit craften kann. Vielleicht mal noch ein neues Eisenschwert. Dafür hier unten ist das. Verstehe. Oh Gott, was mache ich denn aus dir wohl? Keine Ahnung. Also, hieraus mache ich etwas. Und ich bin Level 36. Also, was kann ich denn? Ah, toll. Dafür brauche ich grüne Wolle, Solarenergie, Natursachen. Also, ich schätze, Eisen ist fertig. Also, das könnte jetzt mal ausbrennen. Das wird eine Ewigkeit sein. Eine kleine. Was kann ich mir denn so Tolles kaufen mit Gold? Also, Golden Nuggets kann ich daraus machen. Handwerk. Also Eisenklumpen. Goldklumpen. Aha. Also aus Eisen mache ich. Also ich brauche kein Eisen nehmen. Was kann ich mir denn so Gutes denn craften? Oder ich crafte. Also das kann ich auf jeden Fall craften. Also, ich brauche mit Eisen eigentlich nur ein bisschen von den tollem, also was kann ich denn damit, wenn ich ganz normal einfach nur von meinen Sachen etwas Holz reinstopfe. Die lange Variante muss ich machen. Na komm, ich hab nicht den. Wo ist das denn das? Also was kann ich denn endlich das brauchen? Also jetzt kann ich mir ein Eisen, zwei Eisenschwerter sogar holen. Oder ich hole mir eine Schere. Noch ein Eisenschwert. Und aus Gold mache ich mir eine Uhr. Also nicht noch ein Eisenschwert. Dieses Eisen lasse ich. Also ich brauche eine Uhr. Also dafür brauche ich einen Redstone. Habe ich vielleicht irgendwo unter der Erde vielleicht, oder? Könnte man Sachen zurückcraften? So, da habe ich einen Redstone, glücklicherweise. Also die Uhr ist da. Also, ich brauche hier eine Uhr. Und schon habe ich alles, was ich brauche. Uhr. Etwas Gold zum Kaufen, wo die eh nur mit Smaragden Sachen verkaufen. Also das nächste, das ich brauche, ist die Schere. Ich werde ein bisschen. Ich öffne einen Dorfbewohner-Friseur. Ja, richtig, das tue ich. Meine ich nicht so, meine ich nicht so, meine ich nicht. Oh. Na toll. Repariere ich noch heute.
Das weiß ich noch. Also, wo sind denn die großen Schafe? Das macht keinen Sound mehr. Also einmal das. Okay, das backt jetzt aber wirklich bis etwas grün scharf. Ne, türkisches Schaf. Türkis. Noch ein Türkis. Pink Sheep. Also pinke Schaf. Ihr alle, euch wird's gleich gut gehen und spricht nicht zu euren Freunden. Ja, du auch. Du kommst auch mit in die Party. Oh, die schöne Wolle. Einmal. Also sammle jetzt Wolle ein. Also gut. Und Dr. Dreyrus von Dante DM. Du brauchst auch ein bisschen. Oder habe ich nichts zum Handeln? Es tut mir leid. Also, und unsere Zeit ist schon längst vorbei. Natürlich ist es schon längst vorbei, aber ich mache noch ein bisschen länger, meinetwegen. Warum nicht? Ein bisschen länger schadet doch auch nicht. Also, ich gehe dann mal zur Feuerwehrstation. Wir haben einen Notfall. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta. Die Feuerwehr ist da. Also gut. Ich muss mal kurz zum Feuerwehr. Oh, das ist doch Wasser. Zum Feuerwehrchef. Also. Oh, wir haben sogar viele in der Arbeit. Die mögen gerne die Und, wie heißt du nochmal? Also gut, um bei der Feuerwehr zu arbeiten, kostet ein Weizen. Oh, wow, wow, oh, natürlich kann das jeder kaufen. Okay, also Boss. Also er hat's gut hier drin. Ich kann mich nicht drehen. Also, ich kann Glas zerstören, es tut. Was? Ich werde da keine Sachen. Das ist jetzt komisch. Also, sorry. Aber ich kann mich nicht richtig bewegen gerade. Also, einmal schön. Okay, also, Dorf. Also, du willst ein Feuerwehrmann sein, da musst du üben, da runter zu springen. Ohne dich zu verletzen. Also, ich habe mich nicht verletzt. Tada. So, und jetzt bist du an der anderen Seite und darfst zum Dienst stehen. So, viel Spaß. Die Stadt ist ja da vorne. Also, wir haben jetzt die Feuerwehr geschafft. Und wir warten noch eine einzige Minute und dann verabschiede ich mich, wenn's geht. Obwohl, das Krankenhaus habe ich euch schon gezeigt, kein Problem. Es wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich mich wieder zum... Also ja, das Video war eigentlich schon lang, also länger als normal. Aber gut. Also, danke fürs Zuschauen. Abonniert Politics.de, mich vielleicht. Und Flying Lines und vielleicht auch Tyler zockt. Also XX Tyler zockt oder wie er heißt. Also, danke fürs Zuschauen und. Ja, tschüss. Und teilt das Video auch und liked und schreibt in den Kommentaren jede Zeit. Und tschüss. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.